Herzlich willkommen zum Vorwort des UTB-Bandes Didaktik, Lernangebote gestalten. Was ist die Zielgruppe? An wen wendet sich dieses Buch? Es geht um Personen, die Lernangebote planen und durchführen in der formalen Bildung oder auch der nonformalen Bildung. Und sie fragen sich, wie können Lernangebote systematisch entwickelt werden, um nachhaltigen Lernerfolg zu ermöglichen. Das ist die Zielgruppe und das sind die Ziele, die Lehrziele, die ich mit diesem Buch verfolge. Ich möchte drei grundlegende Begriffe einführen, nämlich Bildung, Lernen und Didaktik. Ich möchte dann vorstellen, wie didaktische Konzepte Schritt für Schritt entwickelt werden. Ich möchte den aktuellen Forschungsstand darstellen über das Lernen und die Gestaltung von Lernangeboten. Und zum anderen, ich möchte auch die unterschiedlichen Sichten auf didaktische Entscheidungen aufzeigen und auch die Spielräume, die bestehen, wenn wir solche didaktischen Entscheidungen treffen. Ich verfolge darüber hinaus aber auch ein weitergehendes Anliegen, das ich kurz skizzieren möchte. Es geht mir darum, verschiedene Stränge in der didaktischen Diskussion miteinander zu verknüpfen. Da ist zum einen die deutschsprachige Diskussion und die internationale Diskussion, die in der Vergangenheit nicht immer so eng miteinander zusammen gesehen worden sind. Es geht um psychologische Perspektiven und erziehungswissenschaftliche Perspektiven, die manchmal zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen und Einschätzungen kommen. Und da möchte ich dieses Spannungsverhältnis auch zwischen diesen Perspektiven darstellen. Ich möchte das Anliegen von allgemeiner Bildung und beruflicher Bildung darstellen und auch kontrastieren und schließlich auch mit der Vorstellung von Bildung in der digitalen Welt in Verbindung bringen. Es geht mir darum, Widersprüche zu zeigen zwischen solchen unterschiedlichen Perspektiven, aber auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese Perspektiven sich ergänzen können, wo sie auf gesichertes empirisches Wissen zurückgreifen können, aber eben auch, wo die Spielräume entstehen für didaktische Entscheidungen. Nach der Einführung dieser drei genannten Grundbegriffe Bildung, Lernen und Didaktik geht es mir darum, Schritt für Schritt den Prozess des didaktischen Designs aufzuzeigen. Es geht darum, den Rahmen darzustellen, in dem wir ein Lernangebot entwickeln, die Akteure genauer zu identifizieren und zu beschreiben. Es wird darum gehen, die Lern- und Lehrinhalte zu charakterisieren und die Lehrziele, die wir damit verfolgen, genauer herauszuarbeiten. Dann geht es um die didaktischen Methoden und Medien. Es geht um die Lernzeiten und auch die räumlichen, materiellen Rahmenbedingungen, in denen sich das Lernangebot bewegt. Und schließlich um die zeitliche, räumliche und soziale Lernorganisation. Ich freue mich auf die weiteren Schritte, auf die Kapitel, die ich Ihnen vorstellen möchte und möchte Sie einladen, hier in den einzelnen Kapitel reinzuschauen. Vielen Dank.